Und zur nächsten Mission. Genosse General, wir haben in Hongkong mehrere GBA-Aktivisten enttarnt. Wir vermuten, dass die Terroristen Anschläge auf ein Einkaufszentrum planen. Wir müssen die Mitglieder der Zelle eliminieren. Gehen Sie mit äußerster Härte gegen die Terroristen vor. Man sieht schon, manches wurde auch nicht ganz rauszensiert. Weil hier steht ein anderer Name, wie sie gerade gesagt hat. Sie hat Hongkong gesagt, Harbour City ist jetzt die Stadt umgeändert. Schöner Aufmarsch an Panzern, Overlord-Panzern. Alles, was man sich wünscht. Bisschen Infanterie. Und das wünscht man sich nicht, was gerade wegfährt. Oh. Los, schneller, gib Gas. Genosse General, die Terroristen haben das Tagungszentrum besetzt. Sie müssen das Gebäude und die umliegenden Parkplätze zerstören, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. General, das ist der traurige Rest unserer Armee. Wir brauchen eine Kommandozentrale und eine Radaranlage. Ja, das ist die erste Mission, wo wir richtig bauen können. Wir hätten auch in der ersten Mission schon bauen können, aber es ist wirklich bloß die Einführung und vom ersten Teil her. Und hier in der zweiten Mission bauen wir das erste Mal richtig auf. Das habe ich vergessen richtig zu erklären in der ersten Mission. Zwei Sterne, General. Wir können jetzt hier zwei Punkte auswählen, wo Fähigkeiten freigeschaltet werden. Diese Fähigkeit kennen wir schon für unsere Cyborgs, bloß ganz normalen Cyborgs. Was können wir hier? Artilleriebeschuss. Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Da sieht man hier schon Stufe. Auf Stufe 1 kommen 12 Schüsse, Stufe 2 24 und auf Stufe 3 36. Und das ist die normale Reparatur. Ich gehe am liebsten auf die Artillerie, muss ich sagen. Hier können wir jetzt erst einmal Nachschublager bauen. Hier unten bauen wir ebenso eins hin. Und wir sollen ja ein Radar bauen. Ansonsten bekommen wir keine Information über. Ansonsten haben wir diese Minimap hier unten nicht. Müssen wir extra bei der asiatischen Pakt sozusagen erforschen. Hier in der Kommandozentrale haben wir diesen Artilleriebeschuss. Hier sieht man jetzt, da haben wir dieses Radar gemacht. Jetzt haben wir schon mal Informationen darüber. Landminen. Platziert man Landminen um das Gebäude herum. Sehr praktisch generell.
Und das ist das normale Gatling-Geschütz. Das ist so die Standardverteidigung, die wir hier haben beim Asiatischen Pakt. Da bauen wir schon mal zwei. Jeweils hier eins für das andere hin. Wir können hier auch noch einen Bunker bauen, wo wir auch 5 Leute stationieren können. Verstärkung. Das ist gut. Und gleich... die profitieren auch von unserem Veteranenstatus. Okay. Wir bauen hier auch gleichzeitig noch einen Bunker hin. Wir werden auch hier unten noch einen Bunker hinbauen. Die Bazooka-Infanteristen haben TNT-Angriff. Platziert einen Sprengsatz, der nach und nach in die Luft geht. Dann bauen wir hier noch einen weiteren Bunker hin. Und dann möchte ich, brauchen wir dringend nochmal Energie. Weil hier unten haben wir unsere Energieleiste. Und darüber unser Kontostand, das wir, was wir direkt haben. Wir könnten hier auch noch direkt Versorgungs-LKWs bauen. Brauchen wir aber gerade nicht. Das sind 4, dann tun wir hier noch einen Standard-Infanteristen noch herein. Das sollte dann guter Schutz, uns guten Schutz geben vor Fahrzeugen direkt und vor Infanterie, aber nur ein bisschen. Aber für Infanterie haben wir ja unser Gatling-Geschütz hier. Hier hoch nochmal. Wir brauchen nämlich unseren Bautruck. Wir brauchen hier vorne noch ein Gatling-Geschütz. Hier ist er. Und jetzt brauchen wir hier nämlich nochmal eine Waffenfabrik. Da können wir unsere Fahrzeuge bauen. Ich bin eigentlich ein Freund davon, mehrere Kasernen zu bauen. Und auch mehrere Fahrzeugfabriken. Bei in den anderen Command & Conquer-Teilen, vor allem Tiberium Sun zum Beispiel, Feuersturm und dem ersten Teil und Großteile von Alarmstufe Rot, haben hier rechts eine Bauleiste, wo man hoch und runter scrollen kann. Ich bin aber trotzdem eher der, das ist eigentlich das Standardmenü von allen Teilen, aber ich finde das recht interessant, dass sie bei Command & Conquer generell ausgerechnet auf, Bulldozern, oder Bulldozern oder ganz normale Arbeiter, direkt Wert gelegt haben in dem Spiel. Man kann das ungefähr vergleichen wie StarCraft 1 zum Beispiel. Weil da hat man ja auch Baueinheiten direkt. Das ist jetzt halt so ein spontanes Spiel, wo mir einfällt, wo man auch direkt Baueinheiten hat und dort auch recht effektiv nutzt. Genosse General, die Toxintraktoren der GBA sind für unsere Infanterieeinheiten tödlich. Vernichten Sie diese neue Bedrohung mit Ihren Panzern. Diese Säuretraktoren, das ist sozusagen das Gegenstück von unseren Drachenpanzer, die wir hier bauen können. Die Drachenpanzer hier.
Und wir haben das schönste Upgrade von allen, finde ich, für Flammenpanzer. Schwarzes Napalm. Weil ich bin vor allem beim Asiatischen Pakt ein sehr guter Freund von diesen Drachenpanzer. Weil die Suppe macht auch richtig Schaden. Was man auch als was recht interessant auch bei dem Teil hier ist, die Bunker hier, da können keine Einheiten rausgeschossen werden, auch durch Säure-Traktoren nicht. Wenn man das weiß, ist es wirklich sehr gut. Und hier drüben haben wir eine Cyborg-Werkstatt erobern und um Infanteristen Cyborgs automatisch zu reparieren, zu heilen. Okay. Jetzt holen wir uns noch ein paar Bazooka-Cyborgs noch mit rein. Weil dann haben wir hier schon mal eine kleinere Sicherheit. Und da hier ja ein kleines Nachschublager noch ist, werden wir hier direkt auch ein Nachschublager bauen. Und wir werden zu gegebener Zeit, wenn wir es jetzt hat, erforschen, das Krankenhaus einnehmen. Hier sieht man übrigens die Erweiterung, die diese Einheit haben kann. Diese beiden Erweiterungen kriegt man erst fast eigentlich zum Schluss. Die fast zum Schluss. Aber darauf kommen wir zu sprechen, wenn wir es haben. Hier sieht man diese Forschung, das ist erforscht und hier, das ist eben nicht erforscht. Hier zählt auch dieses Upgrade, als auch hier das Gebäude erobern. Man sieht, das hat eine Aufladezeit. Bei Gebäuden, die neutral sind, kann man so erobern. Muss man bloß rechtsklicken drauf. Und hier werden wir noch eine Cyborg-Fabrik direkt hinbauen. Weil hier möchte ich auch noch ein paar Einheiten ausbilden. Zum Schutz. Wollen wir auch hier gleichzeitig ein Gatling-Geschütz noch hinstellen? Ja. Hier bauen wir mal die Minen hier. Die sind Gold wert. Manchmal. Und hier sieht man auch, was für Erweiterung dieses Fahrzeug hätte. Und hier sieht man jetzt halt schön, hier drumherum sind Minen. Die kann man hier, das kann dann jede Baueinheit von jeder Rasse, müssen wir draufklicken und dann hier dieses Zielgebiet markieren, dann würde es automatisch diese Minen räumen. Und nur so, diese Minen machen übelsten Schaden. Die sollte man nicht unterschätzen. Wir haben hier Infanteristen, wir haben hier genügend Einheiten. Ich werde hier nicht über Landweg hier fahren. Hier ist noch was Weißes. Aber das weiß ich nicht, was genau das ist. Wir haben ein paar Drachenpanzer. Das ist ein Gatling-Geschütz direkt. Das greift, ist vor allem stark gegen Infanteristen und auch gegen Flugzeuge. Schwäche Panzer. Aber es gibt da ein schönes Upgrade. Hier, das Gatling-Upgrade. Und dann ist es nicht einmal mehr so ineffektiv gegen Panzern. Bauen brauchen wir momentan nichts mehr. Wir könnten aber noch ein Kraftwerk bauen. Und mit euch gehe ich hier vor. Und das gleiche mit unseren Infanteristen hier. Und hier hätten wir auch noch ein paar Ressourcen. Dann bauen wir hier noch ein paar Einheiten. Du gehst hier runter. Du
ebenso. Dann bauen wir noch einen ganz normalen Panzer. Man merkt dieses Napalm-Upgrade, das macht jetzt halt richtig mehr Schaden. Gute Arbeit, Genosse General. Sie haben die Chemiewaffenbasis zerstört. Jetzt kann die GBA keine Toxintraktoren mehr bauen. Ölraffinerie. Senkt die Kosten, so viel ich weiß, von allen Einheiten. Im ganzen Spiel. Gehen wir mit Angriffsbewegung hier runter. Und das gleiche machen wir hier. Gehen wir hier hin. Einheit verloren. Ja. Haben wir schon die. Und hier haben wir jetzt die Reparatur. Okay. Da sieht man, instant wird da richtig viel gleich repariert. Einheit verloren. Nein, nicht vor. Nein, aus, nein. Weil ihr könnt mit dem auch eigene Einheiten umbringen. Und ihr steckt hier alle fest. Nicht gut. Einheit verloren. Gut, dass das doch recht schnell dann auch wieder aufhört, das Feuer, sobald man es nicht mehr wirkt. Und jetzt probieren wir mal diesen Artilleriebeschuss hier mal aus. Okay, dann gehen wir mit den Einheiten hier runter. Ja, das sind diese Autobomben, das sind ganz normale Kampfbuggies. Die sollte man auch nicht unterschätzen. Die IBG oder GBA, wie sie in der unzensierten Version heißt, ist recht stark, muss ich sagen. Sie hat viele Besonderheiten. Das ist auch die einzige Fraktion in dem ganzen Spiel hier, die keine Lufteinheiten hat. Diese Fraktion setzt keine Lufteinheiten ein. Und jetzt packen wir einfach mal dieses ganze Gebäude hier ab. Hier sieht man schön, dass die Gebäude hier schön Schaden nehmen durch die Flammen hier. Die Terroristen sind keine Gefahr mehr. Gute Arbeit. Okay. Diese Mission ging doch schneller, wie ich gedacht habe. Verlorene Gebäude 1. Ja. Dann würde ich auch sagen, machen wir mit der nächsten Mission weiter.